Heute sprechen wir wieder über Karten, die aktuell keiner spielt, die aber eigentlich ziemlich gut sind. Und die Frage ist, warum spielt sie aktuell keiner? Let's go! Die erste Karte für heute ist einmal die Karte Forbidden Droplet. Das ist eine Karte, die ist unglaublich gut. Brauchen wir nicht überreden. Diese Karte hat die Fähigkeit, als Kosten Karten wegzulegen, von der Hand oder vom Feld, Monster, Zauber, Falle, Fock und Bums. Oder könnt ihr auf dem Spielfeld Effektmonster annullieren und die ATK halbieren. Und dann kann der Gegner mit Karten nicht darauf reagieren, die ihr als Kosten für die Karte weggelegt habt. Das ist also eine unglaublich gute Karte, die wählt auch nicht als Ziel. Warum spielt sie aktuell keiner? Der Grund dahinter ist die Elements. Gegen dieses Deck ist diese Karte einfach nicht gut genug. Die macht halt nicht das, was sie machen muss, nämlich das Deck komplett zu stoppen, damit wir halt spielen können. Und deshalb wird die halt gegen andere Karten ersetzt, die halt im aktuellen Format deutlich spielbarer sind als diese Karte. Nichtsdestotrotz ist es eine gute Karte und wir werden die in zukünftigen Formaten auf jeden Fall deutlich häufiger sehen, als wir das natürlich aktuell haben. Trotzdem wird nicht gespielt. Sehr komisch. Die nächste Karte ist einmal eine Karte, die uns zwei Karten ziehen lässt. Und es ist nicht so überraschend, dass die Karte aktuell nicht viel gespielt wird. Und das ist einmal die Karte Topf der Extravaganz. Das ist eine unglaublich gute Karte, die Fähigkeit hat, 3 oder 6 Karten vom Extra-Deck verdeckt zu verbannen. Und dann könnt ihr abhängig davon so viele Karten ziehen, 1 oder 2. Ihr geht logischerweise immer für 2. Der Grund, warum diese Karte nicht gespielt wird, obwohl die Karte euch halt 2 Karten ziehen lässt, sind 2 verschiedene Faktoren. Zum einen, es gibt eine Karte, die Prosperity, die die gleichen Kosten hat, nur ihr könnt bestimmen, welche Karten ihr banisht. Und ihr könnt euch 6 Karten von eurem Deck angucken und eine Karte wählen. Das ist pauschal nicht besser als 2 Karten zu ziehen, aber deutlich zielstrebiger, um Side-Deck-Karten zu finden oder Combo-Starter. Gibt euch also deutlich größeren Value, als diese 2 Karten zu ziehen. Und der zweite Faktor, warum die Karte bevorzugt wird im Vergleich zu Extravaganz, weil die nicht random Karten banisht, sondern ihr könnt genau entscheiden, welche Karten ihr nicht mehr braucht, jetzt für diesen Spielzug oder für das Game. Und genau entscheiden, okay, die Karten brauche ich noch, die Karten brauche ich nicht. Bei Extravaganz ist es halt random. Das könnt ihr halt die besten Karten verlieren oder halt die besten Karten behalten. Deswegen spielt ihr Extravaganz nur in Decks, wo das Extra-Deck eigentlich komplett irrelevant ist und ihr einfach die 2 Karten haben wollt, also das +1 mitnehmen wollt. Und deshalb wird die Karte nicht viel gespielt, weil Prosperity in den meisten Decks viel besser funktioniert. Die nächste Karte ist eine sehr ikonische Karte und ich finde es immer auch schade, dass diese Karte nicht gespielt wird, obwohl sie an sich, wenn man sie auf dem Papier liest, einfach gut ist. Und das ist einmal die Karte Monster Reborn. Diese Karte hat die ganz simple Fähigkeit, ein Monster vom Friedhof auf Spezialbeschwörung zu beschwören. Und das schließt den gegnerischen Friedhof mit ein und logischerweise euren. Das ist ein ziemlich guter Effekt. Nur in manchen Fällen macht ihr einfach zu wenig. Denn meistens braucht ihr dafür ein Setup, ihr braucht Monster im Friedhof, was ihr halt zurückholen möchtet. Es ist in den vielen Fällen einfach nur ein weiterer Extender, weil das Monster, was ihr im Friedhof zurückholt, in der Regel schon entweder den Effekt benutzt hat oder das von uns betören oder das ist einfach nur ein extra Buddy auf dem Feld. Und das war's halt, es macht halt nicht viel. Es ist halt nicht wie früher, dass ihr Monster Reborn aktiviert habt, ein 3000 Attack Monster geholt habt und dann das Game gewonnen habt. So läuft das in Yu-Gi-Oh! Nicht mehr. Und deshalb ist auch Monster Reborn nicht mehr die Karte, die jetzt in jedem Deck gespielt wird. Die war ja lange Zeit auf der Banlist, ist halt ein paar Jahre wieder zurück und wir sehen halt, dass sie halt keinen Play sieht. Ich persönlich bin ein riesen Fan von Monster Reborn. Ich packe die ganz gerne in Decks rein, weil es einfach eine coole Karte ist, weil sie sehr ikonisch ist. Aber wir müssen fairerweise sagen, es ist nicht unbedingt die beste Karte, die man spielen kann. Wenn ihr aber einen extra Slot in eurem Deck frei habt und ihr habt keine bessere Option, ja, spielt Monster Reborn, ist auf jeden Fall keine Kackkarte, aber sie wird euch wahrscheinlich keine Spiele gewinnen, die ihr sonst verlieren würdet. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der die Karte halt nicht mehr so gut macht, weil sie halt nicht mehr so flexibel ist, wie es halt damals der Fall gewesen ist. Die nächste Karte ist eine Karte, die eigentlich immer gespielt werden kann, aber nicht immer in jedem Format die beste Karte ist. Und das ist aber die Karte Ash Blossom and Joyous Spring. Diese Karte ist definitiv ein All-Time-Great. Diese Karte ist in jedem Deck spielbar, gegen jedes Deck nutzbar. Allerdings ist sie nicht gegen jedes Deck die beste Karte und das sehen wir im aktuellen Format, denn gegen Ishizu Tier oder gegen andere Decks ist halt ein Effekt zu annullieren, der was aus dem Deck spezial beschwört oder was den Friedhof legt oder was adden kann.
nicht genug, um halt dieses Deck aufzuhalten. Und das Problem ist, ihr müsst aktuell Karten spielen, die im besten Fall den Gegner aufhalten können, bevor irgendwas passiert oder wenn irgendwas passiert. Und deshalb ist Ash Blossom dagegen aktuell nicht gut genug. Also die ist halt gut, die könnt ihr dagegen benutzen, aber sie macht nicht genug, um halt wirklich Play zu sehen im aktuellen Format. Ich denke mal, es wird wieder ein Format geben, wo Ash Blossom wieder Staples Free of sein wird, wo die in jedem Deck drin sein wird, wo sagen wird, jeder, ja, spielt Ash Blossom, richtig krasse Karte, ist gegen jedes sehr gut, dass wir wieder kommen, ist aber aktuell nicht der Fall. Ich möchte mal kurz einmal hier einhaken, wenn euch so eine Art von Content gefällt, lasst mir gerne mal ein Like dafür das Video, damit ich sowas in Zukunft für euch häufiger machen kann. Weiter geht's zur nächsten und zur letzten Karte. Und das ist einmal Ritus von Aramesia. Diese Karte sieht aktuell 0 Play. Und nicht nur Ritus, sondern die ganze Brave Engine ist aktuell komplett gar nicht im Format. Dabei war die so oppressive, diese Karten-Engine, dass alle sagten, ha, bann die Karten, die müssen limitiert werden, weg damit, negate, und wobop, was sie alle gesagt haben, unglaublich heftig, die Engine ist auch ziemlich gut, aber nicht gut genug. Also, sie tut halt was, aber ihr müsst dafür Brick spielen. Und in einem Format, wo das halt nicht so geil ist, ist es halt doof. Und was wir nicht vergessen dürfen, der Gegner hat die Möglichkeit, euch Karten von eurem Deck zu millen. Und wenn ihr halt dann die Equus-Spell millt, die Perma-Spell millt oder halt den Griffin millt, ja, dann habt ihr halt ein Problem, weil dann habt ihr keine Karten mehr, die ihr beschwören könnt über die Brave Engine. Das macht ihr halt inhärent gegen manche Decks unspielbar, wie es mit allen Karten aktuell ist, die wirklich halt so bestimmte Karten brauchen. Ist das nicht unbedingt die beste Choice aktuell? Ich glaube trotzdem, dass die Brave Engine immer noch gut ist und die wird auch im nächsten Format oder im nächsten Format wieder ein Problem werden wahrscheinlich. Aber aktuell gar kein Problem. Für alle, die nicht wissen, was die Brave Engine macht, relativ einfach erklärt. Ihr aktiviert einmal Aramesia. Dann bekommt ihr einmal einen Token mit 2000-2000. Richtig krankes Token auf jeden Fall. Dann bekommt ihr einmal die Perma-Spell, die Fähigkeit hat, einmal pro Spielzug eine Karte zu suchen und die Quizback quasi auf der Hand zu kriegen. Dadurch kriegt ihr einmal Griffin, ein Negate, was halt ziemlich, ziemlich gut ist. Und natürlich nicht nur Griffin, sondern auch einfach die Quizback, die was bouncen kann, was halt auch noch ziemlich gut ist. Und ja, eine richtig, richtig krasse Engine. Dann würde ich aber sagen, das war's schon fürs heutige Video. Wenn ihr mehr Yugi-Content sehen wollt, guckt euch mal dieses Video an. Bis zum nächsten Mal rein. Ciao, Leute. Habt ihr schon mal einen Solo gesehen? Ich jetzt schon.